Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktivistinnen, liebe Vereinsmitglieder, ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Abend. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Im Namen des Vereins für antirassistische und friedenspolitische Initiative, Daral Janoub, zur Lesung Erich Fried, Texte gegen Krieg und Entfremdung, also Lesung und Diskussion mit Rolf Becker. Es ist mir insofern natürlich dann auch eine ganz besondere Ehre, Rolf Becker in Wien begrüßen zu dürfen. Das war nicht so einfach. Ich werde dann kurz darauf auch eingehen, warum das nicht so einfach war. Natürlich lag das nicht an Rolf, sondern an den Umständen. Aber umso größer ist die Freude, ihn hier begrüßen zu dürfen. Rolf, danke fürs Kommen. Ja, Rolf Becker bedarf eigentlich keiner Vorstellung, denn, und diesen Satz wollte ich immer schon sagen, er ist bekannt von Theater, Bühne, Film und Fernsehen. Aber dennoch vielleicht ganz kurz, also er hat in unzähligen Bühnenstücken mitgespielt, Filmrollen, aber auch Serienrollen gespielt, die alle aufzuzählen unmöglich sind. Ein Stück ist mir jetzt ganz besonders vielleicht ein Anliegen, weil es passend ist, auch in der Verfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll hat er eine Rolle gespielt, als Staatsanwalt, wenn ich mich nicht irre. Und er gehört auch zu den Mitbegründern des Berliner Heinrich-Heine-Preises. Gleichzeitig ist Rolf Becker auch ein engagierter Aktivist, kann man sagen. Er unterstützt unter anderem die Freilassung von Mumia Abu-Jamal und hielt im Mai 2001 auch die Laudatio bei der Verleihung des Erich-Mühsam-Preises an die zu Tode verurteilten beziehungsweise im Gefängnis sitzenden verurteilten afroamerikanischen Journalisten. Im September 2009 besuchte er auch Mumia Abu-Jamal in der Todeszelle. Rolf Becker gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern des Aufrufs zur Verteidigung des damaligen venezuelanischen Staatschefs Hugo Chavez. Seit Anfang 2008 liest er in verschiedenen deutschen Städten auch das Kommunistische Manifest vor. Und 2016 hielt er die Laudatio für Esther Bejarano bei der Verleihung des Preises für Solidarität und Menschenwürde durch das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde. Er wird uns heute sehr ausführlich über Erich Fried erzählen. Da wir das heute auch zum Themenabend haben, werde ich darauf jetzt nicht näher eingehen. Und möchte ganz kurz vielleicht noch auf das eingehen, warum es so mühsam war, Rolf Becker nach Wien zu holen. Wir hatten diese Veranstaltung ursprünglich angesetzt auf Anfang April im Albert-Schweitzer-Haus, das zur Evangelischen Akademie gehört. Das ist da gleich in der Schwarz-Spanier-Straße, also gleich ums Eck. Dann kam eben Covid-19 und Corona und damit war das Albert-Schweitzer-Haus und überhaupt alle Veranstaltungen geschlossen. Wir haben dann natürlich gleich mal beim Albert-Schweitzer-Haus nachgefragt, ob wir einen Folgetermin haben können. Ich muss dazu sagen, mit dem Albert-Schweitzer-Haus hatten wir einen gültigen Vertrag, einen Mietvertrag, der dann ausgesetzt wurde wegen Corona. Und das Albert-Schweitzer-Haus hat dann geschrieben, nein, diese Veranstaltung wird nicht stattfinden. Jedenfalls nicht im Albert-Schweitzer-Haus. Wir haben dann natürlich nachgefragt, warum das so ist. Gab es keine Begründung. Es gab dann auch einen längeren Mailwechsel, aber es hieß dann im Prinzip, Ihr Verein ist bei uns nicht erwünscht. Nicht wörtlich, aber ungefähr. Ja, wir haben dann natürlich mit der Planung der heutigen Veranstaltung dann auch eine andere Location gesucht, haben dann auch mit zwei Volkshochschulen Verträge bzw. Angebote eingeholt, die auch gesagt haben, ja, kann stattfinden, kein Problem, super. Welchen Saal möchten Sie, etc.? Und dann plötzlich hieß es, nein, doch nicht. Ja, also das ist ungefähr die Vorgeschichte für diese Veranstaltung. Es ist scheinbar nicht möglich, Erich Fried von Rolf Becker in Wien veranstalten zu lassen. Und ich habe Rolf heute auch erzählt bei unserem Stadtspaziergang, dass das in Wien durchaus Tradition hat. Ich weiß nicht, ob das die meisten von Ihnen wissen, dass in dieser Stadt oder auch in diesem Land Mikis Theodorakis eingeladen war, der große griechische Komponist, der wurde ausgeladen. Also die Institution, die ihn eingeladen hat, hatten dann auch wieder ausgeladen. Es wurde Jean Ziegler eingeladen von den Institutionen und dann aufgrund von Diffamierungen oder Druck auch wieder ausgeladen. Es wurde Hedy Epstein, die leider mittlerweile verstorbene Holocaust-Überlebende Hedy Epstein, hätte 2016 im österreichischen Parlament
bei der Veranstaltung teilnehmen sollen, Frauengeschichten im Zweiten Weltkrieg. Auch sie wurde aufgrund von Diffamierungen, in dem Fall des Simon Wiesenthal Centers, ausgeladen und die gesamte Veranstaltung abgeblasen. Also das hat eine sehr, sehr lange Geschichte auch in diesem Land, dass Veranstaltungen und Personen nicht erwünscht sind. Und ja, wie wir als Verein das eben auch immer wieder erleben, auch für uns als Verein, das hat den Hintergrund, und da komme ich jetzt vielleicht ganz kurz, wer ist überhaupt dieser Verein, der das jetzt gerade macht? Das ist der Regionalverein für antirassistische und friedenspolitische Initiative, gibt es jetzt seit 17 Jahren. Hat sich im Zuge der Antikriegsbewegung damals gegen den Afghanistan- und Irakkrieg gegründet. Verschiedene Studierende, österreichische, aber eben auch Studenten, also migrantische Studierende, die einfach eine gemeinsame Plattform finden wollten gegen diesen Krieg und gegen diese Kriege, diese neuen Kriege gegen den sogenannten Terror, eine Plattform zu finden und gemeinsam Antikriegspolitik zu machen und sich auch wirklich ernsthafter damit zu beschäftigen, was die Hintergründe dieser Kriege sind, also sprich Kolonialismus und dann auch natürlich, was eigentlich Rassismus in dem Kontext bedeutet. Und das ist also im Prinzip kurz die Geschichte des Vereins. Das heißt, das sind unsere Schwerpunkte eigentlich, Antikolonialismus, Antikrieg und auch gegen den neoliberalen, also den neoliberalen, neokolonialen Krieg gegen den des globalen Nordens gegen den Süden. Und zunehmend da drinnen natürlich auch, weil die arabische Welt quasi im Fokus dieses Krieges steht, war auch immer ein wichtiger Punkt Palästina. Und genau an dem Punkt, Palästina-Israel, hier hört es eben auf. Wenn man hier von hegemonialen Ansichten abweicht, dann kann es sehr schnell passieren, dass man hier quasi behindert wird oder einfach Saalentzüge erleben muss oder Veranstaltungen auf sehr schwierigen Art und Weise erst zustande kommen können. Wir erhalten als Verein keinerlei Förderungen, also wir sind da vollkommen insofern, das ist der Vorteil, völlig unabhängig, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir alles persönlich finanzieren müssen, das heißt alle Vereinsmitglieder, alle Aktivisten zahlen solche Veranstaltungen aus der eigenen Tasche. Wie gesagt, der Vorteil ist, man hat eine gewisse Unabhängigkeit, es ist niemand da, der einem Weisungen gibt. Aber es bedeutet natürlich auch einen großen Aufwand und insofern möchte ich Sie auch bitten, dass Sie vielleicht, wenn Sie Möglichkeiten haben, dann für diese Veranstaltung auch spenden. Ja, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Raum nehmen und gleich das Wort an Rolf übergeben. Vielen Dank. Lieber Oliver, danke für die guten Worte. Ich benutze die Einleitungssätze, um zu fragen, ob ich gut zu verstehen bin, bis hinten zu laut. Kommt das Zeichen, das ist in Ordnung. Draußen sind im Moment, glaube ich, wenige. Ein herzliches guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in Wien. Ich freue mich über die Einladung von Dar al-Janoub. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Kopfnicken. Sehr gut. Ich bedanke mich bei allen, die den Raum hergerichtet haben, für Bewirtung gesorgt haben, für Licht, für Ton. Bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen für Ihr Kommen. Und damit zu Erich Fried, Texte gegen Krieg und Entfremdung. Ich werde chronologisch vorgehen, in etwa, das heißt beginnen mit dem Jahr 1938 und enden mit dem Abschied auf immer von Erich Fried 1988. Vorab einige Worte von Ernst Jandl, der besser formulieren kann als ich, was uns alle, denke ich, mit Erich Fried verbindet. Kindheit und Knabenzeit verbrachte Erich Fried ebenso wie ich hier in Wien. Diese Stadt und sonst nichts hatten wir gemeinsam. Wie er sie sah, wie er sie erlebte, ist mir unbekannt. 1938 wurde er 17, ich
13. Flucht als Thema muss für ihn schon durch Jahre vorhanden gewesen sein, ehe sie plötzlich als einzige und als letzte Möglichkeit für ihn feststand. Sein Altersvorsprung von 4 Jahren war seine Rettung. Ein ganzes, tapferes Leben hindurch hat Erich Fried mit mächtiger Stimme für den guten Weg des Menschen geworben. Das einmalig Kostbare, von seinem Herzen und seinem Hirn produziert, hat er Kraft seiner Sprachkunst haltbar gemacht. Und es gibt uns Halt. In sein für immer dauerndes Schweigen hinein und aus diesem Schweigen heraus rufe ich, ohne seine tiefe Ruhe auch nur mit einem Hauch berühren zu können, in Sorge um unsere geschundene Welt nach Frieden, Freiheit, Liebe. Nicht nach ein wenig mehr davon, sondern nach allem davon. Denn sie sind jedes der drei unteilbar. Der Friede, die Freiheit, die Liebe. Und jetzt Erich Fried zunächst zu seinen Geschichten oder zu den Geschichten aus meinem Leben. Ich habe schon als Kind gegen vieles angekämpft. Ich habe manchmal Lügenwände durchbrochen und später habe ich auch anderen geholfen. Genauso hat es später nicht nur Menschen gegeben, denen ich geholfen habe, sondern auch Menschen, denen ich helfen sollte oder auch wollte, denen ich aber nicht geholfen habe, die ich dadurch im Stich gelassen habe, aus Mangel an Kraft, manchmal auch aus Mangel an Einsicht in die Dringlichkeit der Lage. Ich könnte heute sagen, ich wusste es nicht besser. Ultra posse nemo tenetur. Über sein Können hinaus ist keiner verantwortlich. Das stimmt, aber manchmal hat es wahrscheinlich nicht gestimmt. Mein Vater, der in meinen Geschichten besonders schlecht wegkommt, hat mich vor 3 Hitlerjungen beschützt, die mich unter falschen Anschuldigungen aus unserer Wohnung abholen wollten. Nur wenige Wochen, bevor er selbst verhaftet und umgebracht wurde. Und von meiner Mutter müsste ich erzählen, wie sie sich für mich abgearbeitet hat, als ich klein war. Und auch später noch. Und wie sie versucht hat, das immer noch zu tun, als sie 80 Jahre alt war. Es wäre davon zu berichten, wie mutig sie dem Gestapo-Mann gegenübertrat, der meinen Vater umgebracht hatte. Und wie sie ihn, umgeben von hakenkreuztragenden Männern, in öffentlicher Gerichtsverhandlung, als er als Zeuge gegen sie auftrat, einen ganz gemeinen, braunen Mörder nannte. Es wäre noch viel zu sagen, Gutes und Schlechtes, von meiner Mutter und von meiner Großmutter und viel Schlechtes von mir. Schwere Zeiten, sagte das Blei zum Studenten. Wie sich's trifft, sagte das Blut zum Stein. Ohne Sorge, sagte die Ruhe zur Ordnung. In Gottes Namen, sagten die Träger zum Sarg. Einige Tage nach Hitlers Einmarsch in Wien in der zweiten Märzhälfte 1938
lud ich einige Schulkameraden ein, alles Kinder jüdischer Eltern, so wie ich, gründete mit ihm eine Widerstandsgruppe. Eines Tages, als mein Freund Edmund und ich durch die Liechtensteinstraße gingen, die Taschen voll von Propagandamaterial, sahen wir in der Nähe des Zugangs zur Strudelhofstiege einen SS-Mann, der uns entgegenblickte. Wir wechselten, wie wir hofften, unauffällig auf die andere Straßenseite hinüber. Aber auch dort stand ein SS-Mann und der hielt uns an. Sind Sie Jude? Österreichischer Staatsbürger? Beides bejahten wir wahrheitsgemäß. Na, kommen Sie mit. Dass ich, der ohnehin eine leichte Bewegungsstörung hatte und nicht gut marschieren und schon gar nicht gut laufen und springen konnte, einen KZ-Aufenthalt nicht überleben würde, war so gut wie sicher. Sah also so der Tod aus? Ein Mann mittleren Alters, in schwarzer Uniform, mit einem wenig traurigen, aber nein, gar nicht bösartigen Gesicht, in dem die rot aufgesprungenen Äderchen an Nase und Wangen vielleicht anzeigten, dass er zu viel trank. Ich riss mich zusammen und fragte den SS-Mann sehr ernst, muss das unbedingt sein? Ich sah ihn voll an und er sah mich und meinen Freund an. Ich weiß nicht, wie lange. Es wird wahrscheinlich nicht länger als eine Sekunde gewesen sein. Dann machte er eine Handbewegung und sagte, na, gehen Sie. Ich sagte, besten Dank. Und wir gingen. 3 Monate später, am Nachmittag des 24. Mai, wurde mein Vater, sichtlich dem Tod nahe, von einem Autofahrer und einem Polizisten, die vielen 108 oder 113 Stufen zu unserer Wohnung hinaufgehievt. Ich war gerade auf dem Weg hinauf, sah einen offenbar sterbenden, röchelnden Menschen, sah eine Nachbarin, die mit den beiden Männern sprach und weinte. Obwohl ja meine Eltern in Haft waren, fragte ich die Nachbarin, na, Frau Liebster, kann ich etwas für Sie tun? Worauf sie mich an der Hand packte und laut sagte, ja, wissen Sie denn nicht, wer das ist? Das ist Ihr Vater. Ich war kurzsichtig. Der Treppenaufgang war ziemlich dunkel. Ich hatte meinen Vater nicht erkannt, auch weil er so zugerichtet war. Ein vom Hausarzt verständigtes Krankenauto brachte ihn ins allgemeine Krankenhaus. Am nächsten Morgen erfuhr ich dort, dass er um 10 Uhr abends gestorben war. Als ich seine Sachen aus dem Gefängnis holte, fragte der Polizist, na, warum holt er sie denn nicht selbst? Ja, weil er an den Folgen der Haft gestorben ist. Der Mann grinste, na ja, ganz recht, Kleiner. Wieder einer weniger. Ja, wieder einer weniger, sagte ich sachlich. Merkte mir seine Dienstnummer? Schrieb sie mir draußen auf, um mich nach Ende der Hitlerzeit an ihn zu rächen. Bei Kriegsende fand ich diese Nummer und zerriss sie sorgfältig in kleine Stücke. Und 1945 in London schreibt er rückblickend, am Judenfriedhof ist viel Land umbrochen und Sarg um Sarg kommt.
und die Sonne scheint. Der Pfleger sagt, so geht es schon seit Wochen. Ein Kind hascht Falter und ein Alter weint. Dumpf fällt der Vater in die Erde. Ich werfe Lehm nach, feucht und kalt. Der Kantor singt, es wiehern schwarze Pferde. Es riecht nach Sommeraufenthalt. Die mir die Gärten meiner Stadt versagen. Die Bank im staubigen Grün am Quai. Sie hat mir den Vater totgeschlagen. Dass ich ins Freie komme und Frühling sehe. Auch dies. Es hat mich ja als Kind vertrieben. 6 Jahre Fremde bleichen jedes Wort. Und was die Tinte schreibt, bleibt hingeschrieben. Die Berge aber sind daheim geblieben. Der Stallgeruch, der an den Hang gebaute Ort, der Wildbach. Und das Mundartwort, die Stadt und auf dem Friedhof schon die Lieben. Sie warten alle. Ich nur. Ich bin fort. Jetzt machen wir einen Zeitsprung in die späten Jahre, das hat er 1982 geschrieben. Es fällt mir ein bisschen schwer, man kritisiert nicht gerne, wenn man in Österreich ist, als Deutscher die Österreicher. Ich zitiere aber Erich Fried. Die Vertreibung des Geistigen aus Österreich hatte nicht mit dem Österreicher Adolf Hitler begonnen und hat, soweit ich weiß, bis heute noch nicht wirklich aufgehört. Ne? Ein Sieg des Ungeistes im Kampf gegen das Geistige. Etwa durch Hinausekeln oder durch Nötigung zur Flucht. Ja, durch Vernichtung, die auch gleich aus dem Leben vertreibt. Nein, dazu ist kein Vernichtungslager und kein KZ, wie im Fall Jura-Säufer, nötig. Es genügt, Menschen ins freiwillige Exil zu treiben. Dazu kommen, wie schon gesagt, das Kaltstellen, das Kleinhalten, das gar nicht erst Zulassen des Geistigen, das einem dann die Vertreibung erspart. Auch kränkende Disziplinierung, unzulängliche Förderung oder Selbstgerechtigkeit von verantwortlichen Einzelnen oder von Institutionen. All das gehört ebenso hierher wie die ungute Lage dessen, der in einem sogenannten pluralistischen Kulturbetrieb zwischen die Stühle fällt. Das heißt, zwischen die verschiedenen Gruppen der Lobbys oder anderen Interessengruppen. Kommunisten waren ohnehin benachteiligt. Verdarb es sich aber ein Kommunist, gar noch mit seiner Partei, ohne dass er deswegen gleich mit fliegenden Fahnen zu einer anderen Partei überging oder ein kalter Krieger wurde, so drohte ihm immer noch totgeschwiegen werden oder vergessen. Es genügt aber auch, einige Tabus zu verletzen, um weg vom Fenster zu sein. Es gibt in Österreich kein Milieu, wo man nicht durch einige unliebsame Bemerkungen unten durch wäre. Zwischenbemerkungen bei uns nicht anders. Dass es
Intellektuelle gibt, die ob ihrer Unbotmäßigkeit Medienverbot haben, ist ebenfalls nicht unbekannt. Übrigens, am besten eignet sich seit jeher zur Vertreibung Verhinderung oder Abwürgung des Geistes. Ein Geist oder Ungeist, der sich für den allein richtigen oder selig machenden Geist hält. Natürlich, jetzt kommt es endlich, gibt es das nicht nur in Österreich, sondern auch, jetzt bin ich erleichtert, in der Bundesrepublik Deutschland. Ist aber, wichtige Einschränkung von Erich Fried, ist aber nicht in allen Demokratien so. Ich möchte nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass es natürlich zu jeder Zeit Menschen gegeben hat, die der Vertreibung oder Nicht-Wiedereinladung des Geistigen nach Kräften entgegengearbeitet haben. Deshalb an dieser Stelle nochmal Dank für Ihr Kommen und an Dar al-Jan. Erich Fried für Ernst Jandl verwehrte Kelt. Im Ästen, genau wie im Wosten, verresten oft gerade die Bossen. Und jetzt gehen wir über die Grenze zu seinem Text, die Hölderlin-Zeile entlehnend, so kam ich unter die Deutschen. Und er zitiert eingangs Hölderlin, ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herr und Knechte, junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Erich Fried dazu. Nicht deutschen Hass hat Hölderlins Feder geführt. Aber sein Kummer über sorglich gehütete Unfreiheit, über unmenschliche Verhaltensweisen und Zustände, der ihn veranlasste, sein geliebtes Land so bitter anzuklagen, ist vielleicht nicht ganz unähnlich meinen Empfindungen, die mich dazu brachten, diese Gedichte zu schreiben. Ich kann nie aufhören, an die Menschen zu denken, die in diesen letzten zwei Jahrzehnten an der deutschen Demokratie verzweifelten und die unter Polizistenkugeln oder hinter Kerkermauern an den deutschen Verhältnissen gestorben sind oder jetzt noch langsam sterben. Ich kann nie aufhören, an die Menschen in Deutschland und in aller Welt zu denken, die jetzt anfangen, die Entwicklung dieses Staates, in dem man sagt, wir sind wieder wer, mit wachsender Angst zu sehen. Angst um Leben und Freiheit der Menschen in Deutschland, aber auch Angst vor dem, was dieser Staat vielleicht eines Tages Menschen in anderen Ländern antun könnte. Nicht nur in Europa, über das er vielleicht wieder einmal die Vorherrschaft anstrebt. Da schreibt Erich Fried vor dem Jugoslawienkrieg, vor den ganzen Kriegen, an denen heute die deutsche Bundeswehr beteiligt ist. Es wäre besser gewesen, sie wäre den österreichischen Weg gegangen, der Neutralität, die jetzt leider ja angeknuspert wird. In diesen Jahren, an denen ich jetzt spreche, hatte ich Erich Fried
kennengelernt. Das war in der Zeit ab 1966 haben wir uns zum ersten Mal in einer Bremer Buchhandlung Wassmann am Wall gelegen in Bremen, also am alten Verteidigungsring, wunderschöne Anlagen heute, in einer Buchhandlung, wo dann später regelmäßige Treffen stattfanden während der Studentenunruhen. Zurück zu Deutschland. Wer sind wir wieder? Wir werden weiter marschieren und wenn alles in Scherben fällt. Drei Glasscherben von einem zerklirrten Fenster. Judenfenster von damals, zum Andenken aufgehoben. Wenn man sie schüttelt in ihrer Schachtel, klirren sie leise, wie Muscheln rauschen, von denen man Kindern sagt, sie erinnern sich noch an das Rauschen des Meeres. Erinnern die Scherben hier sich noch an das Klirren der alten Kristallnacht, die so heißt, nach dem Glitzern der Scherben im Morgenlicht? So hat es angefangen. Deutschland, erwache. Stoße die acht Fremden aus. Auf Urlaub nach Dachau. Und wenig später hinaus über die Grenze. Deutschland, Judenrat. Umsiedelung. Räder rollen nach Osten. Vergesst das doch endlich. Schwamm drüber. Was wollen die noch? Haben die denn nicht genug Wiedergutmachung gehalten? Wiedergutmachung? So hat die Wiederschlechtmachung angefangen. Was macht wie viel wieder gut? Und wie an den Toten? Und die Zigeuner, die auch vergast worden sind, wer von deren Leuten hat Wiedergutmachung bekommen? Die Jahre sind weiter marschiert. Jetzt fallen Fenster in Scherben oder ein Haus brennt nieder und Kinder verbrennen. Damals haben zuerst die Synagogen gebrannt. Gefahren der Überfremdung, mehr als genug Asylanten. Deutschland gehört den Deutschen. Wir sind wieder wer. Schiebt sie ab, woher sie gekommen sind. Was dort wird aus ihnen? Das ist doch nicht unsere Sache. Neue, verschärfte Gesetze gegen die Fremden. Freizügigkeit? Gleiches Recht? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Steckt sie in Viehwagen und dann ab durch die Mitte. Gespräch mit einem Überlebenden. Was hast du damals getan, was du nicht hättest tun sollen? Nichts. Was hast du nicht getan, was du hättest tun sollen? Dieses und jenes. Einiges. Warum hast du es nicht getan? Weil ich Angst hatte. Warum hattest du Angst? Weil ich nicht sterben wollte. Sind andere gestorben, weil du nicht sterben wolltest? Ich glaube ja. Hast du noch etwas zu sagen zu dem, was du nicht getan hast? Ja, dich zu fragen, was hättest du an meiner Stelle getan? Das weiß ich nicht. Und ich kann nicht über dich richten.
Nur eines weiß ich. Morgen wird keiner von uns leben bleiben, wenn wir heute wieder nichts tun. Ich mache einen Einschub, weil ohne diesen Einschub die Studentenbewegung mit ihren Ausuferungen, ich sage das nicht herablassend, ich gehöre zu den Leuten, die versucht haben, dazu beizutragen, dass diejenigen von der Roten Armee-Fraktion oder RAF, wie man sagt, freikommen aus der Haft. Also ich sage das ohne jede Überheblichkeit. Aber diese ganze Bewegung ist nur zu verstehen mit ihren Fehlläufern, Fehlläufer deshalb, weil das, was sie getan haben in ihrem Versuch, den Putsch durchzuziehen im bundesrepublikanischen Staat, nicht geschah, weil sie moralisch verkommen waren. Nein, es ist geschehen, weil sie politisch die Kräfteverhältnisse nicht eingeschätzt haben oder nicht einschätzen konnten, mit einer Unterlassung unsererseits, dass wir ihnen das Gespräch mit ihnen nicht rechtzeitig gesucht haben, uns erst um sie gekümmert haben, als sie schon langjährig in den Gefängnissen und Zuchthäusern, den deutschen Haftanstalten, den Stadelheims und wie sie alle heißen, Fried sagt ja lauter Heims, Heime, in denen sie untergebracht waren, zu spät uns mit ihnen auseinandergesetzt haben. Sie haben aus einer Übermoral gehandelt, aus mangelndem politischen Verständnis. Aber das ist eine lange Diskussion. Hilfreich dazu zu verstehen, was diese Empörung hervorgebracht hat. Vietnam mit Erich Fried jetzt wieder. Das Land liegt 7 Fußtritte und einen Schuss weit. Seine südliche Hälfte heißt Demokratie. In ihrer Hauptstadt Sodom regiert ein Soldat, der Mein Kampf lernt. Die New York Times nennt die Verhöre orientalische Fragespiele. Gefangene Partisanen werden getauft. Sie erhalten alle den Namen Patrice Lumumba. Das Land ist leicht zu erreichen, auch für größere Expeditionen. Man fährt durch die Bucht der Schweine ohne Umweg zu dem Bordell. Die Mädchen sind zierlich, ihre Särge sind leicht zu tragen. Die Toten werden verbrannt wie die Lebenden. Wenn man die Augen zumacht und völlig still sitzt, kann man von Weitem sehen, was in dem Land geschieht. Und beim Zeitungslesen in London notiert er: Die Amerikaner verwenden Giftgas. Nein, das ist eine anti-amerikanische Lüge. Es sind nur die Südvietnamesen, die amerikanisches Gas von amerikanischen Hubschraubern aus verwenden. Die Amerikaner selber verwenden es nicht. Außerdem ist es eine nicht giftige Abart, ein, wie ich lese, nicht tödliches Reizgas. Es verursacht nur Kopfweh und Brechreiz und in einigen Fällen vorübergehende Blindheit. Aber es gestattet den Südvietnamesen, vergaste Partisanen von vergasten Zivilpersonen zu trennen und sie zu töten, noch kampfunfähig und blind. Und die Wirkung im größeren Umkreis kann sich als tödlich erweisen, auch für uns im weiteren Kriegsverlauf.
weiter dazu, unter dem Titel Einleuchtend. Es kann nicht sein, dass die Amerikaner ohne Notwendigkeit vietnamesische Kinder verbrennen. Es kann nicht sein, dass die Amerikaner Marshall Key unterstützen, wenn er wirklich ein Schurke ist. Sie unterstützen ihn wirklich. Er kann also nicht so schlimm sein. Und was er sagt, kann so unrichtig nicht sein. Er sagt wirklich, sein Vorbild ist Adolf Hitler. Also kann es gar nicht so schlecht sein, wenn man Hitler zum Vorbild nimmt. Doch auch Hitler hat Kinder verbrannt. Und nicht in Vietnam, sondern näher. Warum also regt man sich auf, wenn das die Amerikaner tun? Logik? Wenn es gestattet ist, dass man die Kinder bestattet, dann ist es auch erlaubt, dass man die Bäume entlaubt. Und sein Preislied aufgrund eines realen Verhörs, sein Preislied auf einen Freiheitskrieger, als man ihn fragte, was er fühle beim Anblick und Anhören aller Einzelheiten des Krieges, sah er dem Frager, dem Engländer Michael Carleton, ins Gesicht und gab dann die Antwort: Nichts. Nichts beim Anblick der Toten, beim Hören der Schreie von Frauen, der ätzenden Atemzüge Gefangener unter der Folter und nichts beim Klappern der Krüppelstöcke bombenverstümmelter Kinder. Nichts beim Riechen des süßlichen Dufts aus Bambusmatten, in denen die Toten zu lange hatten warten müssen. Und auch beim Röcheln seiner eigenen Kameraden, der Neger und Hillbillies, die man einzieht zum großen Verheizen. Nichts. O du vollkommener Krieger, endlich erreichtes Ziel der Personalplanung, frei von Schwächen und frei verfügbar. Wie könnte man ohne dich so entscheidende Kämpfe so fern der Heimat führen? Was fühlst du? Nichts. Held der verdinglichten Welt, wer wie du ist, der kann auch Kinder in die Zähne der Müllschlucker werfen oder in Gaskammern, die schmerzloser töten als mein Napalm. Glücklich der Feldherr, der über dich verfügt. Er muss sich keine Hemmungen auferlegen. Er weiß, du bist frei von allen Skrupeln. Ein Krieger für so einen Krieg. Dir fehlt zur Vollendung nichts. Dir muss man kein Denkmal setzen. Du bist schon lebendigen Leibes, noch schießend, Granaten werfend, noch Sold empfangen, noch grunzend in den Bordellen von Saigon, so hart und beständig wie die Männer aus Stein und Bronze. Weil du nichts fühlst, was kann dich beirren? Was kann dich warnen? Was kann dich retten? Nichts. Dieses Interview, das Fried zum Anlass für diesen Text genommen hat,
war ein Interview mit einem US-Soldaten und wurde geführt und gesendet am 13. Juni 1966 vom BBC. Es wurde in Deutschland deutlich wahrgenommen. Ich bin erst viele Jahre später, nachdem Fried diese Gedichte geschrieben hat, habe erst später Gelegenheit gehabt, mit ihm darüber zu sprechen. Da wollte ich noch nach Vietnam fahren, nach Saigon, kam aber an am 29. oder 28. April, richtig. Und am 1. Mai war das sogenannte Takeover. Am Vortag hatte ich noch im Hotel Einquartierung im Zimmer bekommen von einer Geflüchteten aus Familie eines Luftwaffenoffiziers, der noch rausgekommen war aus Saigon. Ich selber konnte nicht mehr reinfliegen, weil die Air France noch versuchte auszufliegen, aber niemand mehr reinließ. Flog aber dann zusammen mit einem amerikanischen hochrangigen Militär in einem Flugzeug nach der damals größten Base in Ostasien, in Thailand, an der Grenze zu Kambodscha, Nakhon Phanom. Ich wurde mitgenommen von der Maschine, weil mich die Thailänder am Flughafen für einen amerikanischen, die ganze Maschine war nur mit amerikanischen Soldaten besetzt, für einen US-Militär hielten. Und deshalb konnte ich in Nakhon Phanom unbehindert aussteigen, auf der größten Base mit Bombenlagern gestapelt, so hoch wie die Decke hier, die mit Kränen verladen wurden, noch nach dem Takeover. Es wurde noch bombardiert, als der formale Abzug schon vollzogen war. Erich Fried, Vordruck. Links ist Platz geblieben, auf den man schreiben kann. Rechts steht, sind unser Unglück. Wie fing die Zeile an? Die Juden ist kaum mehr zu lesen, ausradiert oder verblasst. Schreibt Chinesen. Schreibt Nordvietnamesen, schreibt alle hin, die ihr hasst. Schreibt einfach die Bolschewisten, das geht dann weiter so. Die Gaulle und die Neutralisten, die vom afroasiatischen Zoo, die Ostermarschierer, die Roten, die Polacken, die Gastarbeiter, die Lebenden und die Toten. Nur immer weiter. Zum Pentagon, da greift er auf ein Zitat von Robert Havemann, dem DDR-Schriftsteller, Schreibenden ist besser gesagt, und politisch Engagierten. Der Krieg in Vietnam findet nicht nur in Vietnam statt, er ist überall. So hat ihn übrigens Erich Fried, wie wir alle, wahrgenommen damals. In allen Ländern der Erde spüren wir ihn. Fühlen uns von ihm bedroht, hoffen auf sein Ende. Erich Fried. Sie berechnen die Masse des Nichts, den Kurswert der Explosionen und die Halbierungsperiode der Intelligenz und die Transformation von Menschen in strahlenden Staub zur Erhaltung der Energie der bestehenden Ordnung. Beim Nachdenken über Vorbilder, die uns vorleben wollen, wie leicht das Sterben ist, wenn sie uns vorsterben wollten, wie leicht wäre das Leben? Volk der Dichter und Denker, Volk der Richter und Henker. Aber die Henker, wenn man sie Henker nennt,
werden nachweisen, dass es sie gar nicht gibt. Denn es gibt keine Todesstrafe, sondern es gibt nur Pflichterfüllung durch aufopfernde Beamte und hartes Durchgreifen in Notwehr und Sicherung und Vorbeugung durch den gezielten Gebrauch der Waffe. Das waren die Jahrzehnte, die dann kamen. Zu Menschen sind wir menschlich. Zu einer Sau eine Sau. Wenn es sein muss, sogar eine Wildsau. Dieses Wort, wörtlich eines Sprechers der Polizei, nach der Verhaftung und Misshandlung Ulrike Meinhofs, macht zwar keine sachlichen Angaben zu der Frage, wie mit Ulrike Meinhof verfahren wurde. Aber das Zitat ist besessen vom Grundgedanken. Wer ein Mensch ist und wer eine Sau, entscheidet die Polizei. Ich glaube, sein Bekenntnis zur Verwurzelung in der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Ich glaube an die freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Der Glaube an die freiheitlich-demokratische Gesellschaft macht selig. Der Glaube an die selige Gesellschaft macht freiheitlich-demokratisch. Der Glaube an die selige Demokratie macht die freiheitliche Gesellschaft. Der Glaube an die Freiheit der Demokratie macht die Gesellschaft gesellig. Die Freiheit der demokratischen Seele macht die Gesellschaft gläubig. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, wird noch schneller selig. Mit Verleumdung und Unterdrückung und Kommunistenverbot und mit Todesschüssen in Notwehr auf unbewaffnete Linke gelang es den Herrschenden, eine Handvoll empörte Empörer so weit zu treiben, dass sie den Sinn verloren für das, was in dieser Gesellschaft verwirklichbar ist. Was weiter geschah, war eigentlich zu erwarten. Wieder Menschenjagd, wieder Todesschüsse in Notwehr. Die bekannten Zeitungsartikel, die bekannten Justizmethoden. Aber Anfrage an die Justiz betreffend die Länge der Strafen. Wie viel tausend Juden muss ein Nazi ermordet haben, um heute verurteilt zu werden zu so langer Haft? Ich frage das mit Erich Fried. Ich habe viele Jahre Christian Klar bis zu seiner Freilassung begleitet, als er noch lebenslänglich inhaftiert war. Ich war im Todestag bei Mumia Abu-Jamal, der jetzt ja in einem, in Anführungszeichen, normalen Gefängnis ist, mittlerweile 38 Jahre. Auf den Tod des Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Das ist heute wieder Thema in Deutschland, weil der Sohn von Siegfried Buback wieder genau dieses Gedicht aufgreift, das zeitweilig sogar verboten wurde, es zu verwenden beim Unterricht in Schulen. Was soll ich sagen? Sagen von einem toten Menschen, der auf der Straße lag, zerfetzt von Schüssen. Dieses Stück Fleisch war einmal ein Kind und spielte. Dieses Stück Fleisch war einmal
ein Vater voll Liebe. Dieses Stück Fleisch glaubte Recht zu tun und tat Unrecht. Dieses Stück Fleisch war ein Mensch und wäre wahrscheinlich ein besserer Mensch gewesen in einer besseren Welt. Sein Tod wird helfen, das Denken auf ihn abzulenken und so zu verdecken das Unrecht, von dem dieser Mensch nur ein Teil war. Schon darum kann ich nicht Ja sagen zu seinem Tod, vor dem mir fast so sehr graut wie vor seinem Leben. Es wäre besser gewesen, so ein Mensch wäre nicht so gestorben. Es wäre besser gewesen, ein Mensch hätte nicht so gelebt. Befreiung von großen Vorbildern. Kein geringerer als Leonardo da Vinci lehrt uns, wer immer nur Autoritäten zitiert, macht zwar von seinem Gedächtnis Gebrauch, doch nicht von seinem Verstand. Prägt euch das endlich ein, mit Leonardo, los von den Autoritäten. Und jetzt noch darüber mit Erich Fried waren meine letzten Gespräche. Nicaragua, das interessierte ihn, wir saßen zusammen im Flugzeug, ich weiß nicht mehr von wo nach wo, da schrieb man noch seine Adresse auf, Dartmouth Street und so weiter, auf so ein abgerissenes Blatt von so einem Lufthansa-Katalog. Ich war während der Kontrakämpfe in Nicaragua, unten in, wer sich auskennt, in Nueva Guinea, also im Zentrum der Auseinandersetzung, nahe der Grenze zum südlichen Nachbarstaat. Wir kamen an am Abend mit einem defekten Wagen. Uns ist nichts passiert. Wir kamen heil durch, obwohl es ein Wagen der EPS, also des sandinistischen Militärs war. Wir kamen an und trafen auf einen Zug mit 12 erschossenen Waldarbeitern. Fried wollte genaueres wissen und das war das letzte Gespräch mit ihm. Wo liegt Nicaragua? Nicaragua liegt in Europa. Europa, das aussätzig ist von seinen Atomraketen und das sein Kriegsschauplatz sein soll, im nächsten Krieg. Wo liegt Nicaragua? Es liegt überall dort, wo die Vereinigten Staaten Geheimdienstleute einschleusen, zur Verteidigung der Freiheit der freien Welt. Und weil Nicaragua überall ist, darum stehen die Menschen überall, wo sie für Nicaragua stehen, auch für sich selbst und ihre eigenen Kinder, für ihr Leben und gegen ihren Tod. Nicaragua liegt in Deutschland, das Asylanten in ihre Herkunftsländer abschiebt, zu Tod und Folter. Als wären noch nicht genug Todestransporte gerollt über deutsche Geleise zur Erledigung jenseits der Grenzen. Und 1983, als die USA die kleine Karibikinsel Grenada überfallen, aus Furcht, die Revolutionen in Kuba und Nicaragua könnten auf weitere Länder Lateinamerikas übergreifen, seine
wiederholbare Feststellung. Ich habe den Titel früher für unwichtig gehalten. Heute halte ich ihn für mehr als wichtig. Diese Feststellung muss wiederholt werden. Wenn ein großes Land ein kleines Land überfällt, ist es Mord. Wenn ein großes Land ein kleines Land überfällt im Namen der Freiheit, ist es Mord. Und das große Land schändet den Namen der Freiheit. Wenn ein großes Land ein kleines Land überfällt im Namen der Sicherheit und im Namen des Friedens, ist es Mord an dem kleinen Land und an Frieden und Sicherheit. Wenn ein großes Land Helfer bezahlt, die das kleine Land überfallen, ist es Mord aus dem Hinterhalt mit bezahlten Mördern. Wenn ein großes Land ein kleines Land überfällt und die Freunde des großen Landes halten es nicht davon ab, ist es Mord. Und die Freunde sind seine Spießgesellen oder sind seine Sklaven. Ob im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen, ob vorgestern oder gestern, ob heute oder morgen, wenn ein großes Land ein kleines Land überfällt, ist es Mord. Damit denke ich, haben wir den Auftakt für den zweiten Teil Israel-Palästina. Drei kurze Vorbemerkungen, die sich aufgrund von Gesprächen in der Pause ergeben haben. Die erste, wenn Erich Fried häufiger die Worte verwendet, Zigeuner, Neger und so weiter, das ist der Sprachgebrauch von vor 50 oder 60 Jahren. Ich habe es für unnötig gehalten, diese Worte zu übersetzen. Das ist sowieso immer etwas problematisch. Das führt dann dazu, wie auf einer Konferenz in Lübeck, einer Hölderlin-Konferenz, da stand oben über der Bühne groß die Aufschrift, kommt ins offene, Freunde. Und es gab heftigsten Protest seitens der Damen, dass da nicht stand Freundinnen und Freunde. Das ist dann aber ein Eingriff in einen Hölderlin-Text, den ich für unangemessen halte. Genauso wie ich denke, man kann diese Worte von Erich Fried als der damaligen Zeit entsprechend einfach stehen lassen. Die zweite Bemerkung, ich bin nochmal gefragt worden nach dem Vietnamkrieg, warum denn die Amerikaner abgezogen sind, statt ihre Waffenüberlegenheit voll auszuspielen. Die Antwort hat sich ergeben aus dem Gespräch, das ich schon zitiert habe, als ich mit diesem amerikanischen Offizier zusammen in der Maschine saß nach Nakhon Panom, also zu dieser amerikanischen Base. Er hatte die Zeitung in der Hand und die Zeitung war überschrieben. Ich habe noch eine Reihe von Exemplaren mehrerer Zeitungen damals mir mitgebracht. Takeover, 1. Mai 1975. Das heißt, der 9-jährige Krieg gegen Vietnam war geendet mit einer bitteren, mit dem Abzug der USA, mit der Gedenkstätte, die man, wenn man heute zum Lincoln Museum in Washington geht, an dieser hunderte von Meter langen Mauer sieht, 56.000 Namen gefallen haben. Und dieser Offizier, der weinte, den habe ich gefragt, ob ein Angehöriger gestorben sei oder einer seiner Freunde. Da hat er gesagt, nein, er weint, weil sie abziehen. Da habe ich gesagt, was wäre denn die Alternative? Und da kam die Antwort, ne, warum haben wir nicht gehört auf die Offiziere, die Atombomben einsetzen wollten? Meine Antwort war dann, die amerikanische Regierung wird Grund genug gehabt haben, das nicht zu tun, weil sie nicht wussten, wie verhält sich Russland, damals noch die Sowjetunion. Ne? Gibt es eine Antwort, die die amerikanischen Städte dann trifft? Und so. Und dann kam völlig verzweifelt, ne? Man darf nicht in einen Krieg gehen, wenn man nicht sicher ist, dass man ihn gewinnt. Und wenn, muss man wissen, wie man rauskommt. Und jetzt wären 56.000 seiner Kameradinnen und Kameraden wären jetzt
liegen unter der Erde und unzählige Familien in Amerika würden trauern, habe ich gesagt. Und wie viele Millionen Familien in Vietnam? Da war dann nur trauriges Abwinken. Ne? Der fand sich einfach nicht mehr zurecht, aber nicht verstehend, warum nicht der Atomkrieg eingesetzt hat. Das dritte bezieht sich auf das, was jetzt folgt. Ich weiß nicht, ich habe manche schon Veranstaltungen erlebt, wie in Kassel, wo ich gesprochen habe nach dem damaligen Gaza-Bombardement vor 10 Jahren und wo plötzlich dann ein Meer war von israelischen, amerikanischen Fahnen, nicht ein Meer, aber von, was weiß ich, 50 bis 100 Leuten und dann Sprechchöre Nazi, Nazi. Ich habe nichts gegen andere Meinungen, aber wenn jemand da sein sollte, ich würde das sogar begrüßen und würde mich freuen, wenn so jemand mal dann sagen würde, wir gehen mal in die Diskussion, seine Argumente bringen, mit denen man sich dann versuchen kann, sachlich auseinanderzusetzen, statt stillschweigend zuzuhören, wutschnaubend nach Hause zu gehen und anschließend denunzierend sich im Internet zu äußern. Damit zu Israel und Palästina. Seit dem Judenmord des Hitlerfaschismus hat in Westeuropa ein begreifliches, kollektives Schuldgefühl oft dazu geführt, dass man sich jede Kritik an Juden verbietet. Wobei man noch dazu Juden und Zionisten meist kurzerhand gleichsetzt. Ich aber empfinde außer Solidarität mit allen unschuldig Verfolgten und Benachteiligten auch etwas wie Mitverantwortlichkeit für das, was Juden in Israel, den Palästinensern und anderen Arabern tun. Auch für das, was sie in aller Stille jenen Juden antun, die dagegen kämpfen und protestieren. Zwischenbemerkung, das reicht bis ins Heute. Selbst Leute wie Esther Bejarano oder Moshe Zuckermann, etliche andere mehr, alle jüdischer Herkunft, werden in entsprechender Weise auch heute bei uns jedenfalls in der Bundesrepublik angegriffen. Aber ich glaube, in Wien wird es nicht viel anders sein. Mein Wirkungsbereich ist durch meine deutsche Muttersprache bestimmt. Aber das Schicksal der Juden ist mir keineswegs gleichgültig. Ich hoffe sogar, auch ohne jüdisches Volksbewusstsein oder israelisches Nationalgefühl, sozusagen nebenher ein besserer Jude zu sein als jene Chauvinisten und Zionisten, die, was auch immer ihre Absicht sein mag, in Wirklichkeit ihr Volk immer tiefer in eine Lage hineintreiben, die schließlich zu einer Katastrophe für die Juden im heutigen Israel führen könnte. Auch dagegen möchten durch Warnung vor dem Irrweg und durch allerlei Informationen diese folgenden Gedichte kämpfen. Benennungen. Die gestern geschrien haben, die Juden sind schuld, sollen heute nicht schreien, die Zionisten. Die geschrien haben, die Juden sind schuld daran, dass die Zionisten schuld werden konnten. Die geschrien haben, die Juden sind unser Unglück, sind das Unglück der Juden und der Palästinenser geworden. Das befreit nicht die Zionisten von Schuld an den Palästinensern und die Juden nicht von Verantwortung für Zionisten. Aber nicht die sollen heute die Juden verantwortlich machen, die gestern geschrien haben, die Juden sind schuld. Zweitens, es gibt
Zionisten, die nennen Antizionisten Antisemiten. Und es gibt Juden, die den Zionisten das glauben. Es gibt Antisemiten, die nennen Zionisten Bundesgenossen, wenn sie zu Juden sprechen. Sonst nur nützliche Juden. Es gibt Sprecher des Westens, die nennen jüdische Antizionisten rote Antisemiten, wenn sie zu Juden sprechen. Und wenn sie zu Nichtjuden sprechen, nennen dieselben Sprecher dieselben jüdischen Antizionisten dreckige rote Juden. Drittens, Zionisten mit linkem falschem Bewusstsein, Zionisten mit rechtem falschen Bewusstsein, Antisemiten mit rechtem falschem Bewusstsein, Antisemiten mit linkem falschem Bewusstsein und Antisemiten mit zionistischem falschen Bewusstsein. Kein Bewusstsein, das den Antisemitismus oder den Zionismus rechtfertigen kann. Höre, Israel, nicht als Fremder und nicht als Feind von Hass gegen euch entzündet. Ich spreche als einer von euch, der auch Irrwege kennt. In den Gaskammern und in den Öfen, wo eure Familien vergingen, wurden auch meine Verwandten vergast und verbrannt. Als wir verfolgt wurden, war ich einer von euch. Wie kann ich das bleiben, wenn ihr Verfolger seid? Eure Sehnsucht war, wie die anderen Völker zu werden, die euch mordeten. Nun seid ihr geworden wie sie. Ihr habt überlebt, die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit jetzt in euch weiter? Den Geschlagenen habt ihr befohlen, zieht eure Schuhe aus. Wie den Sündenbock habt ihr sie in die Wüste getrieben, in die große Moschee des Todes, deren Sandalen Sand sind. Doch sie nahmen die Sünde nicht an, die ihr ihnen auferlegen wolltet. Der Eindruck der nackten Füße im Wüstensand überdauert die Spur eurer Bomben und Panzer. Du willst mich nicht hören, denn du willst dir nicht rauben lassen, das, was ich dir sage. Das, von dem ich dir spreche, was ich dir sage, es ist ein Unrecht. Glaubst du, ich sage es leichthin und ohne Zögern? Glaubst du, es macht mir Spaß, gegen Menschen zu sprechen, von denen viele nur durch Verfolgung und Verzweiflung auf den Irrweg getrieben wurden, auf dem sie verrannt sind? Glaubst du, es ist sehr leicht zu rufen in alle vier Winde, dass einige meiner Verwandten, die der SS entgingen, das Tun ihrer Mörder zu ihrem Vorbild nahmen? Ich sage das fast so ungern, wie du es hörst. Glaubst du, es lässt mich kalt, einen Brief zu bekommen von einer alten Mutter, deren drei Söhne in Auschwitz vergast worden sind, und die mich fragt, wie könne ich sprechen gegen meine eigenen Leute, da schon so viel Blut vergossen wurde von unserem Blut? Zwar weiß ich, dass ich
nicht wirklich gegen die Juden spreche, sondern nur gegen den Irrweg jener Juden, die glauben, auf Verbrechen gegen die Palästinenser lässt sich ein Land aufbauen und eine Zukunft. Zwar weiß ich, dass ich versuche, die Juden in Israel und ihre Kinder zu retten, indem ich bei Zeiten Klage erhebe gegen jene Verbrechen, begangen in ihrem Namen, die sonst ihr Untergang werden. Doch vor dem Brief der Frau mit den toten Söhnen ist es kein Trost, dass ich es besser weiß. Die Nachfolge. Weil christliche Faschisten zu Hitlers Zeit in Europa Juden getötet haben, bewaffnen im Libanon heute Zionisten die Phalangisten, die so christlich sind und so faschistisch wie damals die Judenmörder. Weil faschistische Mörder Juden vertrieben haben, sollen jetzt faschistische Mörder die Palästinenser, die unschuldig waren am Tod der Juden Europas, so ermorden, wie damals die Juden ermordet wurden. Weil es Juden und Linke gibt, die das Wahnsinn nennen und den Mördern nicht helfen wollen, bezeichnen die Zionisten diese Linken als Nazis und die antifaschistischen Juden als jüdische Antisemiten und Verräter am eigenen Blut. Worauf es ankommt? Es kommt im Augenblick nicht darauf an, wann es war, dass die Unterdrückerregierung in Israel sich verwandelt hat in eine Verbrecherregierung. Aber es kommt darauf an zu erkennen, dass sie jetzt eine Verbrecherregierung ist. Es kommt auch nicht mehr darauf an, darüber zu streiten, nach welchem Vorbild sie ihre Verbrechen begeht. Diese Verbrechen selbst tragen sichtbar die Spur ihres Vorbilds. Aber es kommt darauf an, nicht nur klagend oder erstaunt den Kopf zu schütteln über diese Verbrechen, sondern endlich etwas dagegen zu tun. Es kommt nicht darauf an, was man ist, Moslem, Christ, Jude, Freigeist, ein Mensch, der ein Mensch ist, kann nicht schweigen zu dem, was geschieht. Und einen Text, den er den Palästinensern in den Mund legt, eure Toten, die Palästinenser und die Zionisten, eure Toten Eltern und Großeltern, eure toten Brüder und Schwestern, auf die ihr euch immer beruft. Ihr habt eure Toten verloren. Denn eure Toten, das waren die Opfer der Mörder, die Gerechten, die Unterdrückten, die Machtlosen, die Verfolgten, die ermordeten Widerstandskämpfer und ihre Kinder, das waren eure Toten. Glaubt ihr denn, eure Toten würden euch wiedererkennen, versteckt in eure Panzer und Kampfflugzeuge? Eure Toten sind übergegangen zu uns, Opfer zu Opfern, Verfolgte zu Verfolgten. Denn die Ermordeten
sind der ermordeten Brüder und Schwestern und nicht die der Mörder. Eure Toten wollen euch nicht mehr kennen. Darum beruft euch lieber nicht mehr auf eure Toten, um die Welt schweigen zu machen, jedes Mal, wenn ihr tötet. Und jetzt eine sehr persönliche Stellungnahme von Erich Fried. Freiheit und Selbstbestimmung für die Palästinenser. Die Schreie der gefolterten Palästinenser im Gefängnis von Hebron und in den anderen israelischen Geheimdienstkellern. Und auch die Schüsse, die palästinensische Kinder und Jugendliche auf der Straße niedergestreckt haben, sind nicht ungehört verhallt. Als von Hitler vertriebener Jude und in der Welt herumgekommener Schriftsteller erkläre ich meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Alle Welt ist aufgerufen zu verhindern, dass Terror und Unrecht eskalieren. Alle Welt muss endlich offenen Auges Solidarität üben. Der Terror muss aufhören. Freiheit und Selbstbestimmung für die Palästinenser. Sie nennen mich Verräter an meinem Volk. Sie nennen mich jüdischer Antisemit, weil ich spreche von dem, was sie tun in Israels Namen gegen die Palästinenser, gegen Araber anderer Länder, auch gegen Juden, die totgeschwiegen werden. Später einmal werden Juden, die übrig bleiben, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist, zu suchen beginnen nach Spuren von Juden, die nicht mittaten, sondern warnten. Wichtiger aber, ob dann in Palästina noch Juden leben, entronnen jener Vernichtung, die sie selbst herbeiführen halfen, durch ihr Unrecht zu meiner Zeit. Und jetzt sein Vergesst nicht. Jetzt holt er weiter aus. Die Türken waren eure Unterdrücker. Aber Nazım Hikmet war Türke und war nicht euer Unterdrücker. Vergesst nicht, es war kein Kampf gegen alle Türken. Die Israelis sind eure Unterdrücker. Aber Mordechai Abishaul und Israel Schaak sind Israelis und sind nicht eure Unterdrücker. Vergesst nicht, es ist kein Kampf gegen alle Israelis. Die Imperialisten sind eure Unterdrücker. Aber die Imperialisten haben keinen Israel Schaak, keinen Mordechai Abishaul und keinen Nazım Hikmet. Vergesst nicht, es ist ein Kampf gegen alle Imperialisten. Und damit zu seinem Karl Marx von 1983. Wenn ich zweifle an dem, der gesagt hat, sein Lieblingsspruch sei, man muss an allem zweifeln, dann folge ich ihm.
Und wie könnte sein Wort veralten, das die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist? Was veraltet, sind die seiner Schüler, die solche Worte immer wieder vergessen, die sein Werk totsagen und ihre Gründe, es tot zu sagen, beweisen nur, wie lebendig es ist. Und die Buchstabengläubigen, die die Gültigkeit jedes Wortes beweisen wollen, beweisen, wie recht er hatte, als er spottete: Je ne suis pas un marxiste. Ich bin kein Marxist. Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel. Wir kommen zum Abschied, nicht nur des Abends, sondern von Erich Fried. Ich bin zur Welt gekommen und bin nun endlich so weit, laut zu fragen, wie ich dazu komme, zu ihr zu kommen. Sie kommt, die Welt, und sagt leise: Du kommst nicht. Du bist schon im Gehen. Hinter der Hecke sitzen sie, Leben und Tod. Beide rufen mich. Beide wollen mir raten. Hinter der Hecke höre ich ihre Stimmen. Durch die Hecke darf ich nicht durch, darf sie nicht sehen. Hör auf, dein Unglück zu lieben und liebe dein Glück. Noch heut, du hast nicht mehr viel Zeit, ruft die eine Stimme. Die andere sagt: Behalte lieb, was du lieb hast. Auch sein Unglück lieben kann Glück sein. Und die Liebe wechseln bringt Unglück. Dann sagen sie beide: Geh. Und ich gehe und weiß, eine davon ist mein Tod und eine mein Leben. Was bleibt? Viel weggebrannt von Qualen der Zeit, von Qualen des eigenen Leibes. Was bleibt, scheint wenig. Da aber scheidet es sich. Entweder Fertigkeit, das Glas noch zum Mund zu führen, den Unrat rechtzeitig zu entfernen, die Lage im Bett zu finden, die die leidigen Schmerzen minutenlang abhält, vielleicht sogar die Kunst anzukämpfen gegen den Krankheitsgeruch, sonst nichts. Oder zu sehen und dann und wann zu verknüpfen einige treibende, lange Gedankenfäden, Strophen von Hölderlin mit der Marseillaise, Sätze von Hegel und Marx oder Bloch und Schönberg, mit dem Herbstwind herüber vom nahen Wald oder auch mit einigen von den Worten, die sie
dem Juden Jesus von Nazareth zugeschrieben haben. Dazwischen Bilder, Rosa, Ulrike, Rudi, Erzbischof Romero, Che, die Schatten der Namenlosen, Rauch von Auschwitz, Lichtschein von Hiroshima. Worte bleiben, Gefühle, Gedanken, Wissen und Angst. Zorn bleibt und Widerstand und keine Ruhe. Und Wünsche bleiben, auch einfache Wünsche für Menschen, für sehr nahe und Unbekannte. Und hoffen auf eine Zukunft. Einiges bleibt nach einigem Bleiben. Die ganze Welt soll bleiben. Oder bleibt nichts? Aber vielleicht meine großen Worte werden mich nicht vor dem Tode schützen. Und meine kleinen Worte werden mich nicht vor dem Tode schützen. Überhaupt kein Wort. Und auch nicht das Schweigen zwischen den großen und kleinen Worten wird mich vor dem Tod schützen. Aber vielleicht werden einige von diesen Worten und vielleicht besonders die kleineren oder auch nur das Schweigen einige vor dem Tod schützen, wenn ich tot bin. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens, damit auch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von der Liebe, damit auch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück, der Hoffnung auf Glück, damit auch einige fragen, was war das? Wann kommt es wieder? Nachhall. Nun lebe ich nicht mehr, nur einmal. Aber es hallt nach, mein Schritt hallt nach, das Klingeln im Telefon, jedes Wort von dir. Auch von mir, das Auflegen deines Hörers, das Auflegen meines Hörers, halt nach. Das Nachdenken, wie ich dich zuerst sah, halt nach. Das Aufsetzen meines Stockes, der mir Halt gibt. Halt nach. Und alles, was ich von diesem Nachhallen sage, halt
nach. Halt nach. Nun lebe ich nicht mehr, nur einmal.